Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Sims 2. Ja, meine Lieben, es geht weiter hier mit uns. Ich bin ja auch wieder aus dem Urlaub zurück, von daher ist das jetzt auch alles wieder frisch aufgenommen. Juhu! Und ich habe eure Kommentare schon gelesen und ihr habt geschrieben, dass ihr die Flitterwochen wirklich sehr schön fandet und ich solle unbedingt mal hier irgendwo gucken. Ach, jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wo ich gucken soll, aber irgendwo gibt es wohl Erinnerungen oder sowas. Und da soll ich gucken. Hier, Erinnerungen, genau, Urlaubsandenken. Oh, schaut mal hier, Andenken, Fächer Jet Setter, 10 von 45 abgeschlossen, Ananas-Überraschung gegessen, aha, heiße Steinmassage gelernt. Ein geheimes Grundstück entdeckt, einen schönen Urlaub erlebt. Opfer an Affentempel erbracht. Auf Insel gefahren. Ausflug gemacht. Auf dem Piratenschiff gespielt. Eine Schatzkarte gefunden. Zimmerservice bestellt. Also da haben wir ja sogar unbewusst, ohne dass ich das überhaupt wusste, dass man hier solche Sachen machen kann, haben wir ja anscheinend eine ganze Menge auch geschafft. So. Auf Insel gefahren. Ja, ihr wolltet unbedingt, dass ich mir das hier einmal angucke. Deswegen machen wir das jetzt mal einmal bei Shiva und vielleicht dann irgendwann später in einem anderen Part bei Victor. Also, auf Insel gefahren. Es war schon eine tolle Sache, auf dieser Insel zu sein. Vielleicht komme ich irgendwann mal wieder dorthin. Sandra getroffen. Schön, dich zu sehen, Fremde. Da haben wir noch mehr getroffen. Dann haben wir den Günther getroffen. Den Jonathan haben wir getroffen. Techtelmechtel in der Öffentlichkeit. Klamotten anprobieren macht noch viel mehr Spaß, als ich dachte. Je größer die Gefahr, desto höher der Kick. Aha. Neue Massagetechnik gelernt. Ich habe eine neue Massagetechnik gelernt. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Sims, die sich entspannen möchten. Hugo getroffen. Im Meer geschwommen. Es gibt einfach nichts Schöneres, als im Urlaub faul am Strand zu liegen und hin und wieder ins Wasser zu springen. Fantastisch! Marlon getroffen, Johnny getroffen, Marie getroffen, hier haben wir noch mehr Leute getroffen, Elfie, was ist das? Ausflug gemacht. Ich habe einen tollen Ausflug mitgemacht. Es gibt ja so viele fantastische Dinge auf der Welt. So, das steht auch hier. Hier haben wir noch Niklas getroffen. Hula-Tanz gelernt. Ich habe den Hula-Tanz gelernt, den die Einheimischen so gerne tanzen, sich sanft vom Rhythmus der Wellen treiben lassen. Ach, war das schön. Ach, das ist ja cool, haben wir den ja doch gelernt, wa? Sirena getroffen, Jörg getroffen, ja, tolle Hochzeit veranstaltet. Ja, alles klar, das war's dann wohl mit den Urlaubserinnerungen hier. Aber ist doch schön, da haben wir doch ein paar gehabt. So, dann können wir ja jetzt hier auch weitermachen. So, unsere Shiva muss eigentlich zur Toilette und hat Hunger und wir müssen natürlich gucken, dass wir das Geld zusammenkriegen, denn die haushohe Rechnung lässt wahrscheinlich nicht allzu lange auf sich warten, bis dann der Postbote kommt und die hier reingeflattert kommt, also die Rechnung natürlich. Jetzt müsste ich ja mal gucken, kann sie denn den Hula-Tanz jetzt auch tanzen? Alleine, Schlambada? Nö, kann sie aber nicht. Unterhalten? Nee, auch nicht. Ja, nimm mal das hier raus, das kannst du essen. Also irgendwie, sie hat ihn wohl gelernt, aber sie kann ihn nicht tanzen. Was ist jetzt? Oh, oh! Oh nein! Absolute Übelkeit hier. Oh mein Gott. Erbrechen. Furchtbar. Ja, wir wissen ja, dass sie schon schwanger ist. Es ist keine... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Also es ist keine Überraschung. Wir wissen das ja schon längst. Aber trotzdem freue ich mich. Oh Mann, das wird so toll. Oder stressig, denn wir haben kein Geld. Wir kriegen eine haushohe Rechnung, die ja bald wahrscheinlich dann kommen wird. Und wir haben kein Geld. Ihr habt mir auch nochmal geschrieben, ich soll auf dem Grundstück graben, weil dadurch könnte man wohl ein paar tolle Sachen finden. Dann muss ich das auf jeden Fall mal machen, aber nicht unbedingt mit Shiva. Ich glaube, die ist dafür einfach zu fertig. Man sieht es ja auch. Sie hat Hunger, sie hat nicht Durst. Ich will die ganze Zeit Durst sagen. Nein, sie muss zur Toilette. So, das wollte ich sagen. Und wo waren denn jetzt hier diese Belohnung nochmal? Hier war das. Nee, hier war das nicht. Doch, hier war das. Ah, hier habe ich das gemacht. Stimmt, ja. Ja, sehr schön.
Ah, jetzt kann sie hier auf jeden Fall erstmal ordentlich reinhauen. Wieso haben wir eigentlich Fernsehen und Dings an? Ach so, ja, weil wir. Hör doch mal auf zu bellen. Weil wir trainiert haben ein bisschen. Genau, ich habe ein bisschen trainiert. Ich wollte den nächsten Körperpunkt vielleicht mal für sie haben. Aber ich glaube, ich muss eher nach Schätzen graben, tatsächlich. Damit wir Geld bekommen, Geld dazu bekommen. Haben wir eigentlich irgendetwas in unserem Inventar? Ja, natürlich. Hier die Karte von unserem Urlaub. Kann ich die irgendwie. Ach so, nee, die kann ich nur so hinstellen. Ah, nee, doch, ich kann sie auch hinhängen. Ja, dann hänge ich die noch mal dahin. So, yeah, unsere Schatzkarte. Woohoo. So, und das mit der Insel, das will ich auch irgendwo hinstellen. Aber leider haben wir keinen Platz, um das irgendwo hinzustellen. Ich glaube, da hatte ich auch schon nachgeguckt, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe danach mal geguckt. Naja, egal. So. Sie hat aufgegessen, das ist super. Dann würde ich sagen, nimm dir direkt noch einen Teller. Und dann kannst du erstmal zur Toilette gehen. Dann haben wir das nämlich auch gemacht. Und vor allem machen wir dann auch mal hier den Fernseher erstmal aus. Ausschalten? Geht das gar nicht? Wieso kann ich denn den Fernseher nicht ausschalten? Was ist hier los? Naja, dann gehen wir halt nochmal trainieren oder sowas. Ich hoffe, dass er irgendwann ausgeht. So, hier schalten wir jetzt mal um auf. Irgendwas anderes vielleicht mal. Ich weiß nur nicht was. Ich kann mich immer nicht entscheiden, was ich da haben möchte. Ach, lassen wir es einfach laufen. So, passt schon. Dann kommt Victor nach Hause. Victor kommt um 14 Uhr nach Hause. Ja, das ist doch super. Bring bitte viel Geld mit und eine Beförderung. Gehst du wohl mal aus der Tür, bitte? Danke. So, Shiva ist auch mit ihrem Klogang jetzt endlich fertig und dann muss sie auch schon wieder duschen. Das ist nicht zu fassen. Ach, jetzt lasse ich sie noch mal trainieren, ne? Im Moment sinkt bei ihr alles so unglaublich schnell. Das könnte daran liegen, dass sie ja in Umständen ist, ne? So, guck mal, sie hat den Punkt da fast geschafft. Sehr schön. Okay, du kannst aufhören zu trainieren. Jetzt macht sie ihn auch aus. Sehr schön. Das freut mich. Einen Körperpunkt haben wir auch dazu bekommen. Dann, wie sieht das auch aus? Buch lesen? Kinderbuch? Nee, Moment. Lernen? Nicht ausrasten? Lebenslange Zufriedenheit? Verhalten im Brandfall? Das sollten wir vielleicht auch nochmal so lernen, wenn wir wollen. Wir könnten natürlich auch noch ein bisschen Logik lernen, aber. Ah! Unser Mann ist da. Ja, er wurde befördert. Sehr schön. Victor wurde befördert zu Assistenzarzt. Zwar darfst du dich jetzt Arzt nennen, aber eigentlich befasst du dich nur mit Papierkram und dem Wechseln von Verbänden. Möchtest du eines Tages Leben retten, solltest du deine Mechanik- und Logikfähigkeit verbessern. Denn Ärzte müssen wahre Multitalente sein. Du hast jetzt feste Arbeitszeiten und verdienst mehr. Victor muss ab sofort von 9 bis 18 Uhr arbeiten. Victor hat heute 574 Simoleons verdient und erhält einen Bonus von 1148 Simoleons. Somit haben wir schon mal 2800 Simoleons. Das ist doch schon mal super. Und jetzt muss ich mal gucken, was er so braucht. Mechanik, Logik. Gut, du sitzt gerade da, dann würde ich sagen, üb doch mal da ein bisschen. Und ich gucke da mal, was Shiva hier so treibt. Shiva kann auf jeden Fall hier aufräumen. Sie hat auch gar nicht zu Ende gegessen hier. Dann würde ich sagen, das kannst du auch aufräumen. Das kannst du mal wegbringen. Ach, ich habe schon wieder Gießen gemacht. Ich wollte eigentlich Simoleons mal ernten. Und ihr habt mir auch geschrieben hier zu diesen Maschinen, sollte ich immer darauf achten, dass die hier in Gold oder sowas Laune haben. Also, dass diese Launeleiste hier ziemlich weit oben ist. Und ihr habt mir auch geschrieben bei der Geldmaschine, dass ich da verdammtes Glück hatte wohl, weil es könnte wohl auch passieren, dass die kaputt geht und oder dass die Polizei wohl vorbeikommt. Da bin ich ja froh, dass das alles nicht passiert ist, ganz ehrlich. Ich glaube, das wäre furchtbar gewesen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit Shiva ein bisschen nach Schätzen graben. Vielleicht finden wir tatsächlich irgendwas Tolles.
Hey Victor, kann ich Shiva sprechen? Nee, gerade nicht. Tut mir leid. Die muss gerade nach Schätzen buddeln und wir müssen hier Logik weiter lernen, weil ich will jetzt gerade bei Victor vor allem gucken, dass wir ihn halt auch so schnell wie möglich und so oft wie möglich jetzt befördert bekommen. Das wäre nämlich ganz super. Dann verdienen wir nämlich dadurch immer wieder ein bisschen mehr Geld, weil wir ja dann auch diesen Bonus bekommen. Also ich bin gespannt. Vielleicht muss der Shiva vorher auch nochmal arbeiten gehen. Das wäre ja eigentlich auch noch ganz schön. Aber das wäre dann am Montag. Ich glaube eher, dass dann schon herauskommt, dass sie... Was? Ist kein Familienfreund mehr? Hey, ich habe gerade in meinem Adressbuch nachgeschaut und kam auf die Idee, dich doch mal anzurufen. Wir haben lange nichts mehr voneinander gehört. Ich wollte mich von... Boah. Was? Shiva hat eine zerfledderte alte Karte gefunden, auf der im Weg zu einem Grundstück namens Geheime Höhle ist. Oh, für Urlaubsort drei Seen. Ja, alles klar. Gut zu wissen. Warum gehen jetzt meine Freunde alle wieder flöten? Das ist doch total doof. So, Moment. Du gehst jetzt noch nicht... du gehst weiter nach Schätzen graben, bitte. Ich meine, du hast jetzt schon mal eine Karte gefunden. Zu einer geheimen Höhle bei den drei Seen. Das ist ja auch schon mal schön. Können wir uns aber nichts von kaufen. Also bitte nochmal buddeln gehen. Vielleicht finden wir ja noch was Tolles. Er macht jetzt hier seinen Logikpunkt auf jeden Fall, damit er auch ein bisschen schlauer ist als sonst. Und dann kannst du ja, keine Ahnung, ein paar Sims anrufen, damit wir uns mit denen wieder anfreunden. Wer war denn jetzt hier kein Freund mehr? Hier. Sie da ist kein Freund mehr. Aber er ist ja noch ein Freund. Oder war das jemand anderes? Wenn ja, wer denn? Egal, wir holen uns einfach neue Freunde. Du hast schon wieder eine zerfledderte Karte gefunden. Du sollst keine Karten ausbuddeln. Du sollst nach Schätzen graben. Also Sachen, die wir auch verkaufen können. Pagode des Schattens im Urlaubsort Takemitsu Village eingezeichnet. Aha, das ist ja wunderbar. Aber davon können wir uns nichts kaufen, wie ich immer so schön sage. Was ist denn das für ein Geräusch? War gerade ein komisches Geräusch. Was auch immer das war, ich weiß es nicht. So, sie gräbt hier auf jeden Fall weiter nach Schätzen. Er kann das nachher alles wieder umbuddeln. Und ja, sie geht auch gleich ins Bett, keine Sorge. Denn sie ist ja ziemlich fertig sonst. Er hat ja gleich hier seinen Logikpunkt schon mal, dann kann er ein bisschen übernehmen. Nee, gar nicht wahr, dann muss er erst telefonieren. So, Logikpunkt verdient, das ist super. Dann kannst du jetzt eben telefonieren gehen. Und Shiva hat noch eine Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Mysteriöse Hütte vor allem, die haben wir ja schon. Können wir die nicht verkaufen? 400 kostet die. Oder ist die wert? Ist das die mysteriöse Hütte? Ja, das ist die Karte mysteriöse Hütte. Dann werde ich die jetzt mal verkaufen. Weil wir haben ja schon zwei Stück. Zwei Karten mysteriöse Hütte. So. Sie möchte jetzt ins Bett gehen. Ja, dann lasse ich sie jetzt auch einfach mal ins Bett gehen. Er ist jetzt hier am Telefonieren mit Natascha. Genau, denn die war irgendwie zickig. So, nur plaudern wollen wir mit ihr. Wir plaudern jetzt ein bisschen mit ihr, dann ist sie glücklich. Und dann geht er duschen. Oh mein Gott, es ist soweit! Juhu! Wow, sie ist schwanger. Shiva ist schwanger und daher im Mutterschaftsurlaub. Der große Tag rückt immer näher und Shiva sollte nun unbedingt kürzer treten und sich ein wenig entspannen. Ja, das machen wir auch. Du legst dich nämlich direkt mal schlafen. Und wir müssen jetzt hier ein bisschen ackern, denn wir müssen ja auch ein Kinderzimmer einrichten, ein Babyzimmer auf jeden Fall. So, und deswegen wirst du jetzt fertig plaudern mit ihr. Und dann gehst du eben duschen. Und dann müssen wir weiter nach Schätzen graben, auf jeden Fall. Was hast du denn eigentlich in deinem Inventar so? Ach, guck mal hier. Das sind aber alles so Urlaubsandenken. Wobei ich würde sagen, die mysteriöse Karte hier, die zweite, die könnten wir auf jeden Fall verkaufen. Den Rest eher nicht. Den behalten wir natürlich. Das sind halt wirklich so Mitbringsel, die wir aus dem Urlaub wirklich mitgebracht haben. Das möchte ich dann auch nicht verkaufen. Ich wollte jetzt mal noch schauen. Wie funktioniert das mit dieser komischen Puppe? Wenn ich die jetzt hier irgendwo hinsetze... Quatsch. Kann ich die dann benutzen? Nee, kann ich nicht.
Ich kann mit dir überhaupt nichts machen anscheinend. Und jetzt kriege ich sie auch nicht wieder zurück ins Inventar. Das heißt, sie wird jetzt für immer und ewig da auf dem Boden sitzen bleiben. Ja, geil, aber egal. Oder kriege ich sie doch irgendwie wieder ins Inventar? Warte, vielleicht wenn ich aufs Inventar gehe. Ah, klicke hier, um das Objekt im Inventar deines Sims abzulegen. Alles klar. So, wir haben sie doch wieder im Inventar. Juhu! Sehr schön. So, Shiva muss jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Das ist schade. Die ist jetzt im Mutterschaftsurlaub. Das ist wirklich schade. Ich hatte gehofft, dass sie vielleicht doch noch arbeiten gehen müsste, damit sie befördert wird. Das wäre so super gewesen. Aber okay, dann muss halt hier unser Viktor ein bisschen ranklotzen. So, du gehst jetzt nochmal hier ein bisschen buddeln. Würde ich sagen, ich spule ein bisschen vor, dann geht das ein bisschen fixer. Victor hat einen Knochen gefunden, alles klar. So, dann würde ich sagen, wir füllen das jetzt hier mal alles wieder auf. So. Und dann geht er nochmal zur Toilette und dann schicke ich ihn auch schlafen. Den Knochen können wir bestimmt auch verkaufen. Moment. Der ist ja dann hier auch im Inventar. Ich weiß nicht, ja, der ist nix wert eigentlich. Aber egal, immerhin ein bisschen. Wir konnten immerhin zwei Karten verkaufen. Wir haben jetzt schon 3.700 Simoleons. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, buddel die Löcher wieder zu und dann ab aufs Klo, abschlafen gehen. Und dann spule ich sowieso die ganze Zeit vor, weil das sonst so lange dauert, bis die fertig geschlafen haben. So, dann schlaft mal schön. Ach ja, ist das nicht schön hier mit unseren beiden? Ich finde das total toll. Ich bin gespannt, was es wird, ob ein Junge oder ein Mädchen. Ich bin ja so gespannt. Also da bin ich wirklich gespannt, was das nun wird. Oh Mann, ich freue mich so sehr drauf. Das wird so toll. Oder stressig. Es wird toll und stressig wahrscheinlich. So, er ist ausgeschlafen. Wann musst du arbeiten? Um 9, ne? Ja, genau. Dann, Moment, dann hole ich ihn jetzt doch raus. Dann kann er jetzt lieber noch ein bisschen was hier für Mechanik tun. Genau. Er muss noch Mechanik lernen. Dann kann er jetzt noch Mechanik lernen und dann geht er zur Arbeit. In der letzten Woche ist nichts Besonderes passiert, aber diese Woche wird besser, dafür sorge ich. Ja, du hast ja jetzt eben eh ein bisschen mehr Zeit. So, du musst jetzt hier erstmal das und das machen. Sie macht auch gerade schon das Bett. Hier rennt ein Hund schon wieder rum. Das ist ja nicht zu fassen. Und dann kannst du ja mal weiter Reste essen. Wir haben ja noch so viele. Er lernt jetzt hier Mechanik. Vielleicht schafft er das ja noch bis Arbeitsbeginn Mechanik zu lernen. Und wir müssen auf jeden Fall mal wieder Wünsche erfüllen. Hier, sie möchte Videospiele spielen. Sie möchte ein Sim um ein Date bitten. Was möchte er so machen? Gefüllte Waffeln essen, Videospiel spielen, Computerspiele spielen, Marco Polo spielen. Und ein Baby bekommen. Ist den beiden anscheinend auch egal, was für ein Geschlecht. Sie hat Angst, dass sie sich übergeben muss. Ich hoffe, sie muss sich dann heute nicht übergeben. Dann kriegt sie nämlich Minuspunkte. Das wäre nicht so schön. So. Ihn lassen wir mal hier weiter wirklich arbeiten, bis Shiva mal nach unten kommt, um die Reste zu holen. Und hier die Simoleons kann ich auch schon wieder einsammeln. Da ist sie. Oh Gott, sie sieht so hübsch aus mit dem Babybauch irgendwie. Richtig niedlich. So, wir nehmen heute Waffeln aus dem Kühlschrank. Und dann werden wir davon auch eine große Portion essen. Und das Kochen sollten wir vielleicht auch mal ausbessern, also verbessern auf jeden Fall. Ich meine, Shiva hat ja jetzt im Grunde, ich weiß gar nicht, 3 Tage oder so Zeit. Ich glaube, sie ist 3 Tage im Mutterschaftsurlaub oder stand da überhaupt gar keine Tageszahl? Ich weiß es gar nicht mehr.
Naja, ist ja auch egal. Er hat jetzt gleich Mechanik gelernt. Entschuldigung, meine Stimme hat anscheinend wieder keinen Bock. So, sie hat schon aufgegessen. Dann würde ich sagen, räumst du das eben weg. Und dann, ja, oder genau, wir lassen sie erstmal... Nee, Moment. Moment, wir lassen dich nicht das spielen, wir lassen dich das hier spielen. Ja, da hast du Bock drauf, ne? So, er hat es geschafft mit dem Buch. Dann würde ich sagen, hier noch einmal Simoleons ernten und gießen. Und dann hast du immer noch ein paar Stündchen Zeit, bevor du zur Arbeit musst. Das ist sehr, sehr schön. Dann machen wir nämlich hier auch mal noch mitspielen vielleicht. Oh, jetzt möchte sie ein Techtelmechtel mit drei verschiedenen Sims. Nee, das ist natürlich doof. Ich hätte wirklich hier nicht bei dieser Nebenlaufbahn oder wo das war, da hätte ich wirklich nicht dieses, was habe ich denn da genommen? Romantik oder sowas? Keine Ahnung. Das hätte ich besser nicht nehmen sollen. Ein Spielturnier gewinnen. In die Berge fahren. Ja, das können wir ja wohl erstmal vergessen. Wieso wollen die im Moment immer angeln? So, mein Lieber, du musst noch was essen. Du nimmst da jetzt noch einen Teller und isst noch ein bisschen was. Und wir gehen in der Zeit, denke ich, nochmal nach Schätzen graben. Vielleicht haben wir heute ein bisschen mehr Glück. Mal gucken. Und dann werden wir noch unser Kochen verbessern und so. Und was verbessern wir noch? Mehr brauchen wir eigentlich nicht. So, die Fahrgemeinschaft für Victor kommt gleich. Das ist super. Und meine Lieben, ich denke, ich werde an dieser Stelle dann auch erst einmal einen Cut machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Bis dahin, tschüssi!